Schnell, fertig, lecker, macht satt. Tiefkühlpizza hat einiges für sich, aber sind die flotten Fladen auch gesund? Die Tester haben Zweifel, vor allem wegen der mächtigen Portionen. Also für jeden Tag würde ich Pizza nicht empfehlen, vor allem keine ganze. Wir haben bei unserem Test festgestellt, dass eine ganze Pizza doch ganz schön viel Fett, Kalorien oder auch Salz enthält. Im Test 18 tiefgekühlte Salami-Pizzen für 3,80 Euro bis 16,40 Euro pro Kilo. Und drei vegane TK-Pizzen Typ Salami für 3,40 Euro bis 11,80 Euro. Versand-Startup Freda verspricht TK-Pizza, die nicht nach TK-Pizza schmeckt. Freda will dafür extra eine neue Salami erfunden haben. Das Pizza-Handwerk hat seinen Preis. Die Salami-Sensation kostet 16,40 Euro pro Kilogramm, zuzüglich Lieferkosten. Ist die teure Startup-Pizza besser als die Backfrische von Wagner für 10,80 Euro oder die von Aldi für 3,80 Euro pro Kilo? Auch die Lidl-Pizza kostet 3,80 Euro pro Kilo. Sie kommt im Dreierpack, Stückpreis 1,33 Euro. Lidl weist auf die geräucherte Salami hin. Kann die preiswerte Lidl-Pizza mit der von Dr. Oetker für 8,95 Euro oder mit der von Gustavo Gusto für 10,20 Euro mithalten? Im Labor der Warentester werden die Pizzen nach Packungsangabe zubereitet. Geschulte Testpersonen beurteilen Aussehen, Geruch, Geschmack, Konsistenz und Mundgefühl und sind durchaus zufrieden. In der Geschmacksprüfung haben die meisten Pizzen überzeugt. Sie schnitten überwiegend gut und sehr gut ab. Bei einigen Produkten bemerkten wir aber auch sensorische Fehler. Sie hatten zum Beispiel einen keksartigen Rand oder eine ketchupartige Note. Das ist untypisch. Manchmal war auch der Belag verrutscht. Also das heißt, die Salamischeiben waren so in einer Richtung nicht gleichmäßig belegt. Und das ist auch nicht so schön. Der keksartige Rand fällt bei mehreren Pizzen auf. Hier zum Beispiel bei der Pizza von Lidl. Bei der von Dr. Oetker ist der Rand zart knusprig. Bei der Pizza von Aldi sehr knusprig. Die Freda hat den schönsten Rand und auch im Geschmack kann die Start-up-Pizza überzeugen. Die Pizza von Freda stach geschmacklich wirklich hervor. Sie schmeckte kräftig nach Salami, nach fruchtiger Tomatensauce und auch kräftig nach Mozzarella. Auch die Pizzen von Dr. Oetker, Wagner und einige andere punkten mit sehr gutem Geschmack. Fast gleich auf die Pizza von Aldi. Die Lidl-Pizza dagegen ist eher fade mit strenger Schweinenote aus der geräucherten Salami. Die vegane Lidl-Pizza schmeckt eher nach Ketchup als nach Tomatensauce. Sind die TK-Pizzen gesund? Im Labor werden sie zerlegt, um Nährstoff-, Fett- und Salzgehalt zu ermitteln. Bedenklich, die meisten Pizzen enthalten von allem zu viel. Das liegt wohl an den großen Portionen. Bei der Bewertung der Ernährungswerte sind wir davon ausgegangen, dass eine Person eine Pizza isst. Da haben wir recherchiert und das ist in Deutschland auch üblich. Und wenn man sich aber eine ganze Pizza gönnt, dann nimmt man doch teils zu viel Salz, zu viel Fett, ungünstiges Fett oder zu viel Kalorien auf. Besonders kritisch der hohe Salzgehalt in den Pizzen. Eine Backfrische von Wagner enthält mehr als 5 Gramm, eine Freda beinahe 7 Gramm. Eine Gustavo Gusto sogar mehr als 8 Gramm. Die zwei überschreiten sogar die 6 Gramm Salz, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung maximal pro Tag empfiehlt. Und dazu muss man wissen, zu viel Salz ist riskant. Es steigert das Risiko für Bluthochdruck, der wiederum Herzinfarkt und Schlaganfälle verursachen kann. Und in Deutschland kämpfen ja sehr viele Menschen mit Bluthochdruck. Die sollten da also wirklich auf die Salzgehalte achten. Die ungünstigen Ernährungswerte schlagen sich am Ende in der Gesamtnote nieder. Schlusslicht die große teure Pizza Gustavo Gusto. Sie ist mit knapp einem Pfund die schwerste Pizza im Test und liefert entsprechend auch viel Fett, Kalorien und Salz. Testurteil, immerhin ein knappes Befriedigend für die Gustavo Gusto. Die Lidl-Pizza fällt geschmacklich ab. Testurteil ebenfalls nur befriedigend. Besser die preiswerte Aldi-Pizza.
Sie ist geschmacklich gut und auch bei den Nährwerten in Ordnung. Das liegt auch daran, dass sie nicht übermäßig groß ist. Testurteil gut für den Preis-Leistungssieger Aldi. Geschmacklich noch besser Wagner Dr. Oetker und Geschmackssieger Freda. Gesamturteil gut für alle drei. Fazit: Viele TK-Pizzen schmecken gut, aber die Portionen sind oft zu groß. Die Tester empfehlen daher: Pizza einfach teilen.